Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Palwelt. Was wir das letzte Mal gemacht haben, keine Ahnung. Lass mal ein paar Bierchen braten. Okay, ach, 49 von 49, brav. So, jetzt können wir langsam mal dahin gehen, aber jetzt versuchen wir mal hier zwei Stücke herzustellen. Ich brauche hier auch schon wieder Palladium-Bruchstücke ohne Ende. Ein Ei habe ich auch noch und eine Pizza habe ich. Sehe ich hier gerade, Pizza ist wichtig. Pizza ist immer wichtig. Morgen hole ich mir eine Pizza, habe ich beschlossen übrigens. Kommen wir da rein. Habe ich nirgendwo mehr so Palladium-Brocken? Und jetzt brauchen wir eben ewig viel von diesem Palaststahl und das wird jetzt auch so die Suche, denke ich. So, dann machen wir da das Ei rein. Düsteres Ei. Wir könnten jetzt mal den nächsten Gegner versuchen. Also mir fehlen ja wie gesagt ein paar Gegnerchen noch, die wir natürlich unbedingt machen wollen. Ah, cool. Unerreichbar für Pals, okay. Nehmen wir mal 100 von dem, weil ich weiß nicht, wofür ich die sonst brauche, um ehrlich zu sein. Kein Besucher scheint sich mein Lager zu nähern, das finde ich toll. Dann kann ich nämlich dem mal alles andrehen, was ich habe. Diese ganzen Baupläne. Also die blauen und goldenen ja nicht, aber alles andere kann ich ihnen geben. Und Speer habe ich da gerade auch noch irgendwo gesehen. Die können wir weghauen. Das können wir weghauen. Und das können wir weghauen. Und das können wir weghauen. Hochwertige Metallrüstung können wir auch wegtun. da ist ein Speer. Die Kette kann weg. Sieht doch schon mal schöner aus. Ah, da haben wir auch noch ganz viel Müll drin. Weg. 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 Noch irgendwas. Von es sollten keine Baupläne drin sein. Ne. Gut, 13 Meter in die Richtung. Hä, hey, du musst ja direkt vor mir stehen. Ach, da ist er. Über mein Feld läuft er. Fahrender Händler verkaufen. Komm mal kurz hier, ich habe ein bisschen was für dich. Y. Hochwertige Metallrüstung, da habe ich ja diese Palladium-Rüstung, genau. Einmal das ganze Zeug weg. Ja. Und du hast wahrscheinlich nichts Spannendes. Die haben selten nur schon Palladium-Bruchstücke her. Also wenn wir cool sind, wie viel wir maximal gehen? 999, dann hätte ich noch welche. So bin ich aber nicht. Warte mal, aber wir könnten mal so 100 oder so schon kaufen. Oder 200, nicht verkaufen, kaufen. Ich bin zu doof zum Kaufen. Machen wir mal 100. Was? Warum ist mein Stream offline? Oh, komm mal 200. Wir haben so viel Geld. Das fällt nicht weit auf. Ich denke nämlich, der ist jetzt fertig mit dem Palast. Nein, ist er nicht. Gut. Baue eine Ölförderpumpe. Wie sieht es denn da hinten aus? Wir schauen dann gleich, ich schaue gleich, warum der Stream offline ist, wenn die Folge rum ist. Ich weiß nicht, an was das schon wieder liegt. Netzwerkfehler. Keine Ahnung, ich schaue es mir gleich an. Okay, Palbox verbessern. Lagerverbesserung. Einen gekühlten Futterdruck. Können wir uns den sogar schon leisten? Ja, den habe ich nur erfolgreich ignoriert. Palaststahl, Palladiumbahn, Eishose. Hab euch alle ganz lieb. So, wie komme ich da jetzt hin? Stromzufuhr. Okay, ich brauche so ein Stromzufuhr-Ding.
Da ist es. Metallbahn und Elektrodrüse, das hole ich mal kurz. Okay, ihr baut, glaube ich, Schwefel ab oder so. Habe ich jetzt nicht unbedingt was dagegen? Ich habe keine Ahnung, warum der Stream gerade offline ist. Das nervt. Und die Dinger drüben bräuchte noch mal was zu essen. Fällt mir gerade so ein. Pause. Oh Gott, wir haben nicht mehr so viel Beeren. Die kriegen ihren eigenen Beerengarten. Ich brauche ein paar von den Bahnen. Das ist Elektro, da ist das Elektrozeug. Und dann noch so ein paar von den Bahnen. Dann sollen die da drüben ihren eigenen Scheiß produzieren. Du schleppst so viele Gegenstände mit dir rum. Ja, ich weiß. Immer noch. Ja, die brauchen nur 50 oder so. So. So, ich habe keine Ahnung, was der Stream gerade hat. Wir finden das schon heraus. So, wir bauen jetzt mal so einen Generator. Das empfinde ich jetzt persönlich als wichtig. Okay, und jetzt bräuchten wir vielleicht mal so einen Futterdruck. Holz, ein bisschen. Kann ich den Baum hier? Ja. Schön. Ein Futterdruck. Stehe ich die mal hinter zu den Betten, dann können die da immer schön essen. Ich hoffe, wir haben irgendwann mit Strom, wenn ich muss hier einen her tun. So, und dann machen wir uns einen Bärengarten. Bärensamen finden wir im Stein. Das sollte jetzt nicht so das Problem sein. Habe ich da irgendwas mit Strom mit meinem Lager? Kann irgendwer Strom. Wo ist denn Strom überhaupt das Symbol? Niemand, okay. Ja, Livmund. Dann kommst du raus und dann kommt irgendwas Schönes mit Strom rein. Irgendwas Krasses mit Strom. Und du hast zwei Strom. Wunderschön. Okay, um den Rest kümmern wir uns dann wohl morgen. Wir gehen jetzt wohl schlafen. Wichtig. Ja, irgendwie reconnectet sich mein Stream auch gerade auch nicht. Nicht, dass ich das irgendwie bevorzugen würde, aber naja. Ich habe auch Internet, also daran liegt es nicht. Keine Ahnung. Okay, der eine macht da ein bisschen Strom. Dann brauche ich jetzt noch Stein und so. Und Beerensamen. Zum Glück haben wir so viele. Oh, ich wollte auf den anderen Knopf drücken für Hälfte. Und ein bisschen Holz. Ja, ich hole mir selber Holz und Stein. Ah, ich nehme die 72 Holz daher. Wir bräuchten auch eine heiße Quelle. Wäre jetzt auch nicht so sch eine schlechte Idee. Na, hier haben wir 11 Steine. Kommen auch gleich mal mit. 6 Holz haben wir nochmal. Dann haben wir nochmal Stein und Holz. Schön, dann bringen wir das jetzt erstmal rüber und bauen das im Garten. Einen Bärengarten, dann kriegen die auch noch so einen Kochtopf. Die sollen selber sich versorgen. Ich habe keinen Bock dann dauernd zu schauen, ob denen die Ressourcen ausgehen. Absolut nicht. So, wie läuft es mit den Dingen? Also das Univolt macht hier Strom. Strom so für uns zu reichen. Okay, weil das dann noch machen muss. Okay.
Ich weiß nicht, was das ist, was die da schöpfen, aber es ist bestimmt wichtig. Schwefel. Ja, das ist nicht schlecht. Da machen wir mal einen kleinen Bienengarten. Machen dann so ein Feuerchen. Okay, und jetzt machen wir so ein Lagerfeuer, so ein bisschen abgelegen, dass dann nicht wieder irgendjemand dummerweise reinrennt. So. So, Rezepte. Dann machen wir halt ein paar Pilze, ein paar gegrillte und die dürfen das noch gleich transportieren. So. Dann bräuchte ich jetzt aber noch dieses, die heiße Quelle. Dafür brauche ich ein Palladiumbruchstück und Palsaft. Cool. Die Bruchstücke kriege ich, den Palsaft. Ich weiß nicht, ob hier irgendwo ein Wassergegner rumrennt. Okay. Aber wir können uns das hier schnell holen. Der sollte ein bisschen Öl fördern. Okay, vielleicht tun wir ihn auch raus und nehmen irgendeinen, der wo mehr auf Elektrik hat. So ein Ohrsack oder so. Schauen wir mal. Zwei. So ein Ohrsack haben wir doch bestimmt irgendwo. Wasser. Drei hätte der. Er hätte noch da, das ist so ein Ohrsack. Genau, vier. Okay. Dann gibt es da jetzt was zu essen offiziell. Da haben wir das Problem, dass es wachsen muss. Ich hoffe, wir haben alle mit allen Fähigkeiten. Und ihr könnt euch jetzt selber versorgen mit euren Pilzen da erstmal. Ja, sieht super aus. Sonderbare Pilzen. Macht nach dem Essen noch hungriger. Ja, hört sich nicht so gut an. Stromzufuhr unzureichend. Ja, der macht das schon. Das dauert halt. Gut, dann bräuchte ich noch so ein bisschen Palsaft. Mich nervt das jetzt, dass der Stream aus irgendeinem Grund abgestürzt ist. So, nehmen wir das mal kurz mit. Heiße Quelle. Ja, ich weiß schon, die steht eigentlich alle unnütz hier rum. Ja, ernten kann ja irgendwer bestimmt. Okay. Er macht das schon. Dann gehe ich mal wieder zurück in mein Lager. Dann schauen wir mal zu unserem Zuchtlager. Wenn man irgendwie so viel Lager hat, dann, ne, kommt man hier nicht mehr so leicht rum. Dann ist man nur noch zwischen Lager und Lager unterwegs. Aber ich bin schon mal froh, dass die sich selber versorgen können. Das ist immer wichtig, dass sie selber irgendwie zurechtkommen und dann kann man sich um alles andere kümmern. Okay, ich habe vier Eier gelegt. Schön. Fangen wir. Ja, Muku. Gelbsi Ignitz. Yakumo. Noclem. Und noch ein Loch. Die tue ich dann gleich wieder raus aus der Produktion. Da müssen wir mal schauen, wenn wir jetzt noch irgendwie mal ein Rezept finden, wie wir Eier herstellen.
Dann können wir diese Produktion hier wieder aufnehmen, aber momentan lohnt sich's nicht. So. Palbox. Dann kommt ihr mal kurz raus. Und ich. Na, ich kann mal schauen, ob ihr schon mal wieder Dinger gesammelt habt. Jetzt 32 ist nicht so viel. Dann lasse ich euch mal wieder machen. Dann schaue ich mal zu denen hinter, ob die eigentlich auch die sammeln. Müssten sie eigentlich. Ihr habt schon noch was zu essen. Ja, ich habe euch erst. Hat Hunger. Ja, dann soll es was essen. Hier hinten gibt es Essen. Ich habe 158 Beeren. Das sollte vorerst ausreichen. 200 habt ihr da. 83. Ich brauche ich halt zurzeit echt nicht mehr. Ihr kriegt dann demnächst wahrscheinlich eine Schwefelmine noch hingestellt. Nee, ich brauche nichts von euch eigentlich. Absolut nicht. Ich habe nur geschaut, ob die diese blauen Dinge auch haben. Okay, dann machen wir aber einen kurzen Cut. Ich schau mal kurz, was mit meinem Stream los ist und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht. Bye, Paul. Bis dann, bye.